Frau Meier, wir sitzen hier in einem Physiotherm und es ist schon ganz bequem, aber das Licht ist noch nicht so entspannend. Da kann man bestimmt was tun, oder? Da haben Sie recht. Dann dürfen Sie einfach mal auf die Glühbirne. Einmal auf die Glühbirne. Richtig, und dann den Pfeil. Und den Pfeil und schon ist rot. Und schon ist rot. Gehen auch andere Farben? Nochmal drücken? Freilich. Nochmal drücken. Okay. Gelb, wunderbar. Grün. Gut, also für die richtige Stimmung ist gesorgt, ich nehme mal gelb. Diese Kabine kann aber mit Sicherheit mehr. Erklären Sie mir mal, was ist das Besondere, was kann die Kabine? Was kann die Kabine? Ganz viel, und zwar Sie aufheizen von innen heraus und ist ganz schonend und belastungsfrei. Hier sitzen wir. Es wird hinten auch schon warm, glaube ich, gell? Richtig, ich spüre es schon ein bisschen, ja. Es ist richtig schön kuschelig hier drin. Und das Schöne daran ist, in dieser wunderschönen Kabine können Sie sich auch nach hinten fahren lassen, also wenn Sie mögen. Okay, das ist, glaube ich, selbsterklärend, dieser Knopf. So, einmal zurücklehnen, bitte. Gut, also falls mir keine Fragen mehr einfallen, weil ich gleich einschlafe, dann reden Sie einfach weiter gerne. Ich sehe hier überall diese Röhren, die sind vor uns, hinter uns, überall. Richtig. Ich sehe sie aber nicht glühen, das sind doch eigentlich so Heizröhren. Warum glühen die nicht? Richtig, die Infrarotstrahler sind an, hat aber den Grund, wenn die glühen würden, wäre das der Grund dafür, dass die einfach enorm heiß werden. Jetzt sind ja im Rückenbereich auch Infrarotstrahler verbaut und wenn die glühen würden, dann wäre das ziemlich schnell sehr, sehr unangenehm und dann würden sie in Windeseile aufspringen und raus aus der schönen Kabine. Okay. Also es gibt einmal den Schneidersitz und einmal das laufende Männchen. Ich schätze mal, einmal Entspannung und einmal? Aktivierung. Aktivierung, okay. Genau, für tagsüber. Hier haben wir noch die Fußbodenheizung, damit, wenn man in die Kabine hineinkommt, gleich schon mal ein wohlfühlendes Gefühl auch an den Füßen hat. Und dann kann man sich richtig schön nach hinten legen und einfach genießen und entspannen. Zusätzlich natürlich für die richtige Stimmung sorgen. Genau, dazu das Licht. Genau, dazu gibt es dann noch die passende Musik. Die können Sie einfach anwählen und je nach Lautstärke regulieren. Und dann Kopf zurück, Augen zu. Genau. Und dann geht's los. Genau, am besten natürlich noch vorne ein paar Tropfen Öl in die Duftschale geben. Okay, es ist natürlich kein Aschenbecher. Natürlich nicht, auch kein Weihwasserkessel. Sehr gut. Genau. Also ich habe quasi alle Sinne. Ich spüre es auf der Haut, ich höre es, ich sehe es, ich rieche es. Richtig. Alle Sinne werden angesprochen, alles wird kombiniert, um einfach so richtig zu entspannen.